fragt erst alles gleichzeitig und dann fragt sie gar nichts mehr, sondern kocht Kaffee. Und die Polizisten tragen ein Katzenklo und eine grau verfärbte Papiertüte hoch, notieren sich Claras Telefonnummer und sagen ihr, dass sich morgen jemand melden wird, weil ich zu einer Zeugenbefragung in die Kaltstraße muss. Nämlich in der Kaltstraße sitzt die Brandkripo. Es wird wegen schwerer Brandstiftung ermittelt werden, erklärt einer von ihnen. Gegen unbekannt, sagt er noch. Schwere Brandstiftung, sage ich. Er nickt. Ja, sagt der andere. Brandstiftung ist ein Offizialdelikt. Der Geschädigte, also Sie, sagt der Polizist, der die Tüte getragen hat und zeigt mit dem Finger auf mich, der Geschädigte kann nur als Nebenkläger auftreten. Als Hauptkläger tritt der Staat auf. Der Staat, sage ich. Die Bundesrepublik Deutschland, genau, antwortet er, weil es ein Offizialdelikt ist. Und Clara bringt die beiden zur Tür und ich höre, wie sie fragt, ob ich zum Arzt müsste. Unbedingt, sagt einer von ihnen. Erstens wegen der Rauchvergiftung und zweitens, weil es nicht unwahrscheinlich ist, dass sie eine posttraumatische Depression entwickelt. Posttraumatische Depression, sage ich zu Beth und Sandman und setze mich in der Küche. Das ist ganz normal. Nach einem solchen Erlebnis sagt der Mann noch und auf seiner Stimme liegt ein leichter Hall, weil er schon im Treppenhaus steht. Aber ich schüttle den Kopf. Morgen habe ich Aufnahmen, sage ich, als Clara in die Küche zurückkommt. Du spinnst wohl, Aufnahmen. Du gehst morgen zum Arzt, sagt sie, und schau dich mal an, sagt sie. Du siehst ja aus wie der Tod auf Latschen. Wo willst du überhaupt was aufnehmen, wenn... Sie runzelt die Stirn, schaut erst auf ihre Hände, dann wieder zu mir herüber. Ist wirklich die ganze Wohnung abgebrannt? Ich denke, dass Claras Augen im Licht der Küchenlampe honigfarben sind. Und ich denke, dass mir das noch nie aufgefallen ist und dass Clara wirklich schöne Augen hat. Samt Studio und allem, fragt sie, und noch einmal, alles? Ich bin durch eine Ruine gelaufen, antworte ich. Clara zündet sich eine Zigarette an und schaut zu mir her. Du gehst morgen zum Arzt, sagt sie leise, und wenn ich dich persönlich hinschleife. Dann summt Death kaum hörbar vor sich hin. Ich öffne den Reißverschluss der Weste. Zwei winzige Katzenköpfe tauchen auf. Clara hält sich die Hand vor den Mund. Die hatte ich ja ganz vergessen, flüstert sie. Sandman springt zuerst. Sekunden später Death. Blitzschnell verziehen sie sich in die Schatten unterm Küchensofa. Wie sehen die denn aus? Sagt Clara leise. Das kommt vom Löschschaum, erklärt Lars in meinem Kopf. Aber Clara hört ihn nicht. Sie seufzt nur leise, steht auf, schüttet Streu ins Katzenklo, geht zum Kühlschrank, holt Hackfleisch hervor, formt Bällchen daraus, als machte sie Buletten, klitzekleine Katzenbuletten, legt sie auf den Boden neben ihre Füße. Wie zwei getigerte Sternschnuppen flitzen die beiden unterm Sofa hervor, fressen, bis nichts mehr übrig ist, schlecken noch den Boden ab, dann springt Death auf meinen Schoß zurück und Sandman verzieht sich wieder unterm Sofa. Ich lasse dir mal eine Wanne ein, sagt Clara. Du verpestest mir die ganze Wohnung mit diesem Rußgestank, Benzin, Chemie, was auch immer das ist, sagt sie. Lenore Schlaf, erkläre ich. Sie schaut mich mit großen Augen an. Und Lindenblüten. Ja, sagt Clara, Lindenblüten, logisch. Was sonst? Schließlich ist Winter und verschwindet im Bad. Dann läutet es an der Tür. Was ist denn jetzt schon wieder, brummt sie. Geht vom Bad, wo Wasser plätschert, an der Küche vorbei zur Wohnungstür. Ist sie noch wach? Eine Männerstimme. Erst schaue ich in den Flur, dann auf meinen Schoß, der plötzlich wieder verwaist ist. Death ist nicht mehr zu sehen. Clara kommt zurück. Hinter ihr leuchtendes Orange. Da sind sie ja, sage ich. Und denke, dass manche Dinge sich ganz von selbst und ohne mein Zutun und vollkommen anders lösen, als ich vermutet hätte. Er lächelt, bleibt neben Clara in der Küchenmitte stehen. Sie sieht von mir zu ihm, von ihm zu mir und schweigt. Ich habe sie eingepackt, sagt er schließlich. Ich dachte, sagt er, wegen der Klappen und dem Ruß, ich habe sie auseinandergenommen und darauf geachtet, nicht auf die Klappen zu fassen. Keine Sorge, sagt er nämlich, er hat meinen kritischen Blick entdeckt. Ich habe sie in Tücher gewickelt. Er legt eine Pappkiste auf den Küchentisch und ich denke, dass er sich wirklich gar nicht mal so ungeschickt anstellt, dieser Feuerwehrmann, wenn es um Querflöten geht. Sie waren in einer Welle, sage ich. In einer Welle? Ich nicke.
Deshalb habe ich sie nicht gefunden. Sie waren in einer Feuerwehrmannwelle, erkläre ich. Und er legt den Kopf schräg und lächelt wieder. Wir sehen uns alle gleich. Wir sehen alle gleich aus bei so einem Einsatz, Momentär schwer zu unterscheiden. Genau, sage ich. Aber Clara rollt die Augen zur Decke. Wegen der Flöte, nicht wahr? Fragt er. Und ich sage, nein. Sie haben mich nicht wegen der Flöte gesucht? Nein, sage ich. Warum denn? Weil ich sie küssen wollte, sage ich und sehe ihn an. Und er sieht mich an und Clara macht ein Geräusch, das ein bisschen wie Husten klingt, ein bisschen wie Lachen und ein bisschen wie Ersticken klingt es auch. Ich wollte sie küssen, sage ich wieder. Wegen der Flöte, sagt er. Nein, sage ich und schüttle den Kopf. Wegen Frau Naumann und wegen der Liebe. Jetzt glättet sich seine Stimme. Wegen Frau Naumann und wegen der Liebe, wiederholt er. Ja, sage ich. Und Clara geht aus der Küche. Er ist einen Kopf größer als ich. Schaut mir zu, wie ich den Blumentopf mit den Usambara-Pfeilchen vom niedrigen Holzschemel nehme, neben dem Küchen... Er ist einen Kopf größer als ich. Schaut mir zu, wie ich den Blumentopf mit den Usambara-Pfeilchen vom niedrigen Holzschemel neben dem Küchenbuffet herunternehme und auf den Boden stelle. Wie ich den Schemel vor ihn hinziehe und darauf steige. Jetzt sind wir fast auf Augenhöhe. Ich lege meine Hand auf sein Gesicht. Er bewegt sich nicht, steht nur da und sieht mich an. Mit dem Daumen streiche ich über seine Wangenknochen, atme seinen Atem ein, schaue mir seine Augen an. Müde. Und die Falten neben seinen Augen. Viele, kleine. Und den Ruß rechts auf seiner Stirn. Grau und schwarz und verwischt. Und seine schweißverklebten Haare. Kastanienbraun. Lockig. Dann küsse ich ihn. Ich küsse ihn erst langsam und vorsichtig und kurz. Und warte, ob er zurückküsst. Er küsst zurück. Nämlich genau wie ich. Langsam und vorsichtig und kurz. Und ich glaube, dass er auch etwas verwirrt küsst. Aber er tut nichts dagegen. Er lässt es geschehen. Dann küsse ich ihn ein wenig fester und länger und kaum vorsichtig, nämlich ich denke weniger nach beim Küssen und schließe meine Augen und lege meine andere Hand auf seine Schulter und er legt seine Arme um mich. Beide Arme. Und jetzt küssen wir uns einfach. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich glaube, dass er es auch nicht weiß. Irgendwann ist es vorbei und ich lege meinen Kopf an seine Schulter und er legt seine Hand auf meine Haare. Und jemand flucht laut und rennt durch den Flur und schreit immer nur, Scheiße, Scheiße! Es ist Clara, die schreit. Sie klingt vollkommen entnervt. Dann hört das Wasser auf zu plätschern und sie hört auf zu schreien. Ich fahre heute jedenfalls nicht zur Arbeit, sagt sie. Da könnt ihr drauf wetten. Und außerdem könnt ihr mir jetzt mal helfen, diese Überschwemmung zu beseitigen. Die Feuerwehr muss ich ja wohl nicht rufen, sagt sie, die ist ja schon da. Und jetzt lacht sie wieder und der Feuerwehrmann, den ich geküsst habe, lacht. Und ich lache auch, aber leise und eher nach innen, als in die Küche hinaus. Sandman sitzt an der Schwelle zum Flur und betrachtet das Geschehen im Badezimmer. Von Death ist nichts zu hören. Kein Mucks, kein Pieps. Und später werde ich wissen, dass sich das nicht mehr ändern wird. Dass Death so bleiben wird, nämlich ängstlich. Obwohl sie bis gestern ein abenteuerlustiges, kleines Fellwesen war. Aber gestern ist vorbei. Nach der Überschwemmungsbekämpfung bringe ich den Feuerwehrmann, den ich geküsst habe, zur Tür. Er steht im Hausflur. Ich stehe im Türrahmen, sehe an ihm vorbei zum intakten Treppenhausfenster. Er wartet, bis ich ihn anschaue, dann sagt er, wegen der Liebe also. Und ich sage, ja, und wegen Frau Naumann. Das müssen wir bestimmt bald erklären. Nein, ich schüttle den Kopf. Warum nicht? Er klingt erstaunt. Weil der Einsatz vorbei ist, sage ich leise und schließe die Tür. Ich schließe sie langsam, sehe ihm dabei in die Augen, bis die Tür es nicht mehr zulässt. Bis die Tür es nicht mehr zulässt, sieht er mir in die Augen, schaut ruhig dabei und so, als hätte er alle Zeit der Welt und so, als dächte er, dass ich mich irre. Aber er sagt nichts. Dann ist ein leises Klick zu hören, nämlich als der Riegel ins Schloss rutscht. Und ich ziehe noch einmal vorsichtig an der Tür, um sicher zu sein, dass sie auch wirklich geschlossen ist.